Mit den Geräten Basic S, Steel Synergic und Steel Pulse haben wir die Taurus-Serie um 3 Geräte erweitert. Mit der Taurus Basic S bieten wir ein modulares Inverterschweißgerät mit einer nicht-synergischen Steuerung. Das heißt, wir können klassisch wieder den Drahtvorschub und die Spannung frei einstellen. Der Unterschied zwischen der Taurus Steel Synergic und Taurus Steel Pulse besteht darin, dass wir bei der Pulse-Variante zusätzlich neben dem Standardschweißen auch Pulsschweißen können. Mit der Taurus Steel Synergic und Taurus Steel Pulse bieten wir auch, wie bei der Basic-Variante, ein modulares Inverterschweißgerät mit synergischer Steuerung, wo Kennlinien ausgewählt werden. Diese beiden Varianten der Taurus-Serie sind, wie der Name Steel schon sagt, ausschließlich zum Stahlschweißen. Deshalb sind in diesem Gerät ausschließlich Kennlinien zum Stahl-, Massiv- und Fülldrahtschweißend enthalten. Zusätzlich kann mit den drei neuen Geräten der Taurus-Reihe auch Fugen gehobelt und E-Hand geschweißt werden. Um flexibel zu bleiben, gibt es für die drei neuen Geräte der Taurus-Serie genau die gleichen Zubehöroptionen wie für den 3-4X von der Phoenix und der Alpha Q oder den 3-4X Q von der Titan. Wenn dieser Koffer zu groß ist, für den bieten wir eine D200-Variante. Im Vergleich zum Standardkoffer ist der D200-Koffer kleiner, leichter und hat zusätzlich noch Gleitschienen an der Seite versehen, womit man ihn auch mal seitlich über den Boden ziehen kann. Wie der Name D200 schon sagt, ist der Drahtvorschubkoffer geeignet für Drahtspulen mit dem Durchmesser 200 mm. Natürlich bieten wir nicht nur viele Zubehöroptionen für den Drahtvorschub an, sondern es gibt auch viele Varianten, womit man sich die neuen Taurus-Geräte für seine Anwendung personalisieren kann. Wie zum Beispiel einen Multifunktionsbrenner, ein zusätzliches Gasventil für doppelte Sicherheit oder zum Verlängern des Arbeitsradius ein Mini-Drive. Mit einem dieser drei Gerätevarianten seid ihr bestens gerüstet zum Schweißen im Stahlbau.